So, ich denke, wir haben eine Minute nach. Die letzten trudeln nach und nach ein. Ich werde schon mal direkt anfangen. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren und der letzten Ausgabe für dieses Jahr unseres Webseminar Wednesday. Begrüße heute recht herzlich hier den Dr. Michael Emmons von der Convility GmbH. Hallo Michael. Hallo. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Thomas Heber aus dem Composites United. Ich habe nur die Ehre, hier kurz die Anmoderation zu machen und die Abmoderation. Bevor wir jetzt auf den heutigen Gast eingehen, vielleicht ein paar technische Details. Sie werden alle beim Zoom hier stumm und unsichtbar reingelassen. Bitte lassen Sie das auch so, solange unser Referent spricht, weil wir das Ganze eben nicht aufzeichnen, dass dann nachher auf unserem YouTube-Kanal gestellt wird, die Aufzeichnung. Und da wäre es schön, damit wir Ihre Persönlichkeitsrechte nicht verletzen und noch extra nochmal abfragen müssen, wenn Sie kurz unsichtbar bleiben. Sie haben im Nachgang dann, nach den 30, 40 Minuten, die der Dr. Emmons spricht, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, über Handheben, sich einschalten, mit uns sprechen. Überhaupt kein Problem. Wenn Sie die Frage sich nicht merken können, dann können Sie den natürlich auch gerne jederzeit schon während des Referats in den Chat hineinschreiben oder dann später auch in den Chat reinschreiben. Überhaupt kein Problem. So, das sind die technischen Details. Wenn Sie sich mit Zoom noch nicht so richtig auskennen, oben rechts können Sie die Ansicht auch ändern. Das macht es immer ganz gut. Referentenansicht und so weiter. Kann auch hier dann ein bisschen hin und her schieben. Probieren Sie es gern aus. So, dann komme ich zum Referenten nochmal. Also, wie gesagt, der Dr. Michael Emmons, heute zu Gast bei uns im Webseminar Wednesday. Es geht um die Produktion von Composite-Wasserstoff-Drucktanks und kostengünstigen Serienleichtbauteilen mittels laserunterstützter Tape-Verarbeitung. Und wie genau diese laserunterstützte Tape-Verarbeitung für verschiedenste Bauteile und Strukturen funktioniert und was das Besondere daran ist, das wird uns der Dr. Emmons jetzt erzählen. Und ich freue mich sehr auf den Vortrag. Bitte schön, Michael. Herzlichen Dank, Thomas, für die sehr nette Einleitung. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und Dankeschön ans CU-Team, mir die Möglichkeit zu geben, hier diesen Vortrag zu halten. Ja, mein Name ist Michael Emons. Vielleicht ganz kurz zu meinem Background. Ich habe in Aachen Maschinenbau studiert und war viele Jahre lang tätig im Fraunhofer-Institut IPT und dort auch viele Jahre. Ja, von 2007 bis 2015 verantwortlich als Abteilungsleiter und Oberingenieur für die ganze Sondermaschinenentwicklungsthematik zum laserunterstützten Tape-Legen und Tape-Wickeln haben doch die Maschinen- und Wickelsysteme dort vorangetrieben. Ja, 2015 habe ich dann mit meinem Kollegen Dr. Kai Fischer die Firma Convility GmbH gegründet, um dann diese Sondermaschinen auch zu kommerzialisieren. Ja, vielleicht zum Titel. Der eine oder andere möge sich fragen, kostengünstig und Thermoplastape-Verarbeitung, das widerspricht sich ja eigentlich. Aber ja, was das auf sich hat und dass das durchaus sich nicht widersprechen muss, soll Thema des heutigen Vortrags sein, sowie auch das Thema Wasserstoffdrucktankbehälter. Da haben wir eine neue Technologie entwickelt, die wir oder die ich jetzt zum ersten Mal hier in der Öffentlichkeit vorstellen werde, wo es nicht um Thermoplastape-Verarbeitung geht, sondern um eine neue Taupreg, also Duroplast-Taupreg-Wickeltechnologie für die Herstellung von Wasserstoffdrucktanks. Werde aber auch eingehend vorher auf die Thermoplastape-Wickeltechnologie zur Herstellung von Drucktanks. Ja, die Gelegenheit würde ich gerne auch nutzen, um unsere Firma Convility GmbH einleitend kurz vorzustellen, auch unser Produktportfolio, weil wir eben nicht nur Sondermaschinen und Standardmaschinen anbieten für die Tape-Verarbeitung, sondern auch entsprechende andere Beratungs- und Serviceleistungen anbieten und dann anschließend zunächst auf die Thermoplastverarbeitung eingehen. Ja, sowohl auf die Technologie, die Maschinensysteme, dann das Tape-Legen 2D, 2,5D, 3D und auch das Wickeln von Wasserstoffdrucktanks mit der Thermoplast-Tape-Verarbeitung. Dann, was eigentlich Innovations- und Hauptteil dieses heutigen Vortrags sein soll oder sein wird, ist eine neue Technologie, die wir hier entwickelt haben, zusammen mit einem großen internationalen Konzern. Die Idee kam aber von uns, das laserunterstützte Duroplast-Taupreg Highspeed-Wickeln, wo wir ein Vielfaches der Geschwindigkeiten erreichen können als bisher möglich. Wobei das Taupreg Wickeln ist ja schon Highspeed. Ja, im Vergleich zu Nasswickeln
stellt das Taubwerkwinkel ja schon eine deutliche Erhöhung der Geschwindigkeiten dar. Und das konnten wir nochmal toppen. Ja, und am Schluss nochmal die Zusammenfassung. Und am Schluss freue ich mich natürlich über Fragen, Anregungen, Feedback. Aber erstmal zur Firma Convility. Wir sind ein recht junges Unternehmen, 2015 gegründet. Wir sind entsprechende, aus dem Aachener Umfeld heraus gegründet worden, haben auch den Spin-off Award der RWTH Aachen damals gewonnen. Wir sind allerdings ansässig in Herzogenrath, doch dem Technologiecenter TPH. Herzogenrath liegt circa 10 Autominuten entfernt von Aachen, also direkt um die Ecke. Und dort betreiben wir ein Technikum, wo wir unsere Maschinen, wie wir unten sehen, die wir auch gleich noch sehen im Detail in der Präsentation, wo wir diesen Maschinenpark ausstellen, vorführen, aber auch zur Verfügung stellen für Projekte, für Jobshop Manufacturing oder Trials, oder auch einfach zum Erleben dieser Technologien. Das heißt, Sie sind herzlich eingeladen, zu uns nach Herzogenrath uns zu besuchen, die Maschinen live zu erleben, oder vielleicht haben Sie auch bestimmte kleinere Aufträge, Laminatfertigung, Bauteilfertigung, die wir für Sie erledigen können. Das entsprechend bieten wir hier an. Wir sind komplett Eigentümer getrieben. Wir sind vier Gesellschafter. Ich bin auch einer dieser vier Gesellschafter, Mitgründer und Gesellschafter, Geschäftsführer, und haben keinerlei Investoren, keinerlei Verbindlichkeiten, Kredite, alles aus eigener Kraft aufgebaut seit 2015. Sehr konservativ und solide aufgestellt. Wir sind Teil des AZL-Netzwerks. Der eine oder andere weiß, dass ich auch im AZL eine Funktion habe, eine leitende Funktion, das AZL-Netzwerk mit aufgebaut habe, seit 2012 bis heute. Und mit der Convility GmbH sind wir ebenfalls hier mit vertreten als Premium-Partner. Die Convility hat als Produktportfolio zum einen die Maschinensysteme-Seite, die ich heute im Detail vorstelle, und auch die Technologien hierzu, die wir anbieten. Aber wir sind auch unterwegs in der Beratung. Ja, das heißt Technology Evaluation, das heißt, wir beraten Firmen, die überlegen, zu investieren in bestimmte Composite- oder Leichtbauproduktionslinien. Hier haben wir ein Tool entwickelt, mit dem man Software unterstützt, zum einen Kosten und Zeiten analysieren kann entlang der Prozesskette, aber auch den CO2-Footprint, Energieverbräuche, CO2-Äquivalent, was immer stärker angefragt wird. Da wollte ich kurz einleitend darauf eingehen, dass Sie es auch gesehen haben. Unsere Software Oblysis haben wir seit 2015 im Programm. Das ist quasi ein Pendant zu Excel. Ja, also man wundert sich, welche großen Firmen in frühen Planungsphasen alle noch mit Excel-Sheets arbeiten. Hier ist die Möglichkeit, what you see is what you get basiert, also modellbasiert, auch komplexeste und komplizierteste Prozessketten zu modellieren, hinsichtlich Zykluszeiten, Kosten und auch Abhängigkeiten zu definieren. Das Schöne ist im Vergleich zu Excel, ich kann hier nicht lineare Zusammenhänge darstellen, auswerten lassen über Algorithmen, die wir hier implementiert haben, um Scale-Up-Analysen durchzuführen entlang der Prozesskette. Und das Neue ist jetzt, dass wir seit 2 Jahren auch den CO2-Footprint hier mit tracken entlang der Prozesskette, und ja, das sehr präzise hier machen können. Ja, unsere Kunden, die diese Software einsetzen, sind zum Beispiel Boeing, USA, Schunk, Avanco, Mitsui, um einige zu nennen, oder auch BMW. Wir bieten aber nicht nur die Software an, sondern auch unser Team, um zusammen mit der Software quasi bei Ihnen, beim Kunden vor Ort Analysen durchzuführen. Oft ist es dann ein Beratungsprojekt, dass wir das dann durchführen bei Ihnen vor Ort, Ihre vorhandene Prozesskette analysieren, durchleuchten, auswerten oder auch Ihre Planungen mitbegleiten und dann am Schluss die Software übergeben und Sie dann mit der Software weiterarbeiten. Gut, zu den Maschinensystemen. Unser Maschinenportfolio zeigt hier oben links die 2D-Tape-Legemaschine, die wir im Programm haben. Oben rechts unsere Tape-Wickelköpfe und Legeköpfe, die roboterbasiert funktionieren. Und unten rechts komplette lasersichere Zellen, also Laserwickelzellen oder Legezellen, die dann komplett ausgestattet sind
mit Roboter, mit den Wickelköpfen oder Legeköpfen, mit Heiztischen, die noch rotieren können und so weiter. Das ist also konfigurierbar. Diese Zellen sind lasersicher und schlüsselfertig. Unten links sei noch erwähnt, weil das nicht Thema dieses heutigen Vortrages ist, unsere induktiv beheizte Doppelbandpresse. Das war auch eine Idee von uns damals, dass man die Doppelbandpressentechnologie ja, nochmal neu überdacht hatte und wir die Idee hatten, man könnte ja die Stahlbänder induktiv beheizen. Ja, und das haben wir erfolgreich umgesetzt im AZL mit einem Industriekonsortium zusammen, die das dann kofinanziert haben. Und die Combility GmbH war eines dieser zahlenden, kofinanzierenden Partner, hat auch Lizenz, diese Doppelbandpresse zu vermarkten und anzubieten. Die steht auch zur Verfügung hier, um Vorversuche zu machen. Wir haben viele Industrieprojekte hier bei unserem Partner AZL, wo wir Tapes konsolidieren können oder auch Textilien imprägnieren können zur Herstellung von Organosheets, Organoblechen und so weiter. Das Schöne an dieser induktiven Doppelbandpresse, die hat jetzt eine Breite von 350 mm Stahlbandbreite. Hier kann ich, das ist natürlich ein Laboraufbau, aber hier kann ich sehr schnell in wenigen Minuten den kompletten Parameter-Setup ändern. Also komplett unterschiedliche Temperaturen einfahren. Durch diese geregelte induktive Beheizung kann ich auch verschiedene Temperaturzonen definieren. Ich kann verschiedene Druckzonen definieren entlang der Strecke. Und also perfekt, um verschiedene Parameter auszuprobieren. Und ich muss halt eben nicht viele Stunden warten, bis ich ein Temperaturgleichgewicht eingestellt habe, sondern kann direkt die nächste Setup einstellen. Die Presse hat einen maximal spezifischen Druck von 24 Bar und wir haben eine dauerfeste Maximaltemperatur, die möglich ist, bis 300 Grad Celsius. Kurzzeitig ja, ist es auch möglich, hier mal auf 310, 320 Grad Celsius zu gehen. Das hier ist jetzt der Dauerbetrieb, maximal 300 Grad Celsius. Bottleneck für diese Temperatur ist unser Elastomer-Coating. Das heißt, wir arbeiten hier mit Walzen, Druckwalzenpaaren, die hier klein im Innern vielleicht zu sehen sind, die dann von oben und unten angedrückt werden auf Stahlband. Diese Druckwalzen sind entsprechend Elastomer beschichtet, um einen flächigen Kontakt zu haben zwischen den Druckwalzen und keinen Linienkontakt. Ja, das fördert entsprechend die Imprägnierleistung und Güte. Und ja, diese Elastomer-Schicht hat natürlich eine maximale Temperatur. Wir konnten das exklusiv mit einem kleinen Unternehmen eine Rezeptur entwickeln, die dann bis 300 Grad Celsius dauerstabil funktioniert. Also zusammenfassend Produktionsmaschinen, 2D-Tapelegemaschinen, 3D-Tapelegeköpfen, Pickelzellen. Aber hier sei nochmal betont, dass wir unseren Maschinenpark auch zur Verfügung stellen für Vorversuche. Das zum sehr fairen Preis. Wir hatten das jetzt auch sogar veröffentlicht in der aktuellen Composites United Zeitschrift für ja, Mitglieder des Composites United sind erste Versuche sogar kostenlos. Das heißt, wenn Sie mit Ihren Materialien, mit Ihren Tapes zu uns kommen oder uns Ihr Playbook schicken und Ihr Material, dann können wir das auch vereinbaren, mal für Sie ein paar Probebauteile herzustellen. Das am besten in bilateraler Abstimmung mit mir im Nachgang zu diesem Meeting. Ja, kommen wir nun zu den Inhalten des Vortrags technischer Art. Wir fangen an mit der laserunterstützten Thermoplast-Tape-Verarbeitung. Ja, klar, wenn ich Tapes verarbeite, habe ich die Vorteile von unidirektional endlosfaserverstärkten Halbzeugen, die ich dann belastungsoptimiert ablegen kann. Und kann dann im Gegensatz zu textilbasierten Organoblechen, kann ich dann hier mit Tapes entsprechende Endkonturnähe erreichen und ja, belastungsorientiert ablegen. Ja, und habe eine UD-Verstärkung. Ja, natürlich habe ich dann den Kompromiss, den ich eingeben muss. Tapebreite, je kleiner meine Tapebreite, desto Endkonturnäher kann ich zwar ablegen, aber dann leidet meine Produktivität darunter. Und deswegen gibt es hier natürlich den Kompromiss, dass man hier irgendwo einen Trade-off hat. Ich habe diese Folie nochmal aufgelegt, um die Anmerkungen aus unserer Erfahrungssicht zu geben, dass wir schon sehen, dass unsere Kunden verstärkt auf 25 mm Thermoplast-Tape-Breite gehen. Ja, das war früher auch anders, also sehr stark Luft- und Raumfahrt getrieben waren die 6 mm Breite oder 12 mm Breite im Thermoplast-Tape, insbesondere für Peak, CF. Aber jetzt gibt es auch verstärkte Anfragen im Bereich Automotive oder Consumer Goods, wo
wo dann von PP bis PA die Tapes auch interessanter werden. Und da kristallisiert sich in der Tat die 25 mm raus. Unsere Systeme sind aber natürlich kompatibel, um alles zu verarbeiten bis 100 mm Tapebreite. Das Verfahrensprinzip der Tape-Ablage basiert darauf, dass ich natürlich mein Tape vorfeede und unter eine Andruckrolle bringe. Diese Andruckrolle bestenfalls auch mit einem elastischen Coating versehen ist, dass ich hier angedeutet einen flächigen Kontakt habe und dann entsprechend das Tape aufdrücke auf Substrat oder dann aufs bereits abgelegte Tape. Und bevor das Tape in Kontakt kommt, setzen wir hier Laserstrahlung ein, um dann sowohl das einlaufende Tape als auch das bereits abgelegte Tape quasi gezielt zu erwärmen, auf Schmelztemperatur zu bringen und somit ein gemeinsames, eine stoffschlüssige Verbindung hier durch Verschweißen hinzubekommen. Das sind dann entsprechend dann Autohäsionsvorgänge, die dann ablaufen. Also quasi ähnlich wie Kunststoffschweißen. Das ist aber nicht ganz vergleichbar mit Kunststoffschweißen, weil wir doch andere thermische Vorgänge haben, insbesondere aufgrund der thermischen sehr guten Leitfähigkeit der Kohlenstofffaser, habe ich ein anderes Verhalten, als wenn ich jetzt reine Kunststofftapes hier miteinander verschweißen soll. Das Besondere hierbei ist, der Einsatz von Laserstrahlung hat bestimmte Vorteile. Und zwar kann ich sehr energieeffizient nur das ausleuchten und entsprechend aufheizen, was ich benötige. Ja, ich habe also keine Aufwärmung von irgendwelchen Peripherieregionen oder Bauteilen, die sich drumherum befinden, sondern ich erhitze durch optische Absorption, dieser optischen Laserstrahlung, erwärme ich mein Tape und sonst eigentlich nichts drumherum. Ja, und dann ist die Laserstrahlung sehr schnell regelbar. Wir arbeiten hier mit einer Closed-Loop-Laserleistungsregelung. Das heißt, unsere Kunden geben dann in der HMI die gewünschte Temperatur ein, 240 Grad Celsius, oder 380 Grad oder 390 Grad Celsius bei Peak. Und dann wird sehr genau, egal wie schnell ich jetzt hier verfahre, wird dann entsprechend über diese Closed-Loop-Laserleistungsregelung die Laserleistung so geregelt, dass immer die Temperatur gehalten wird, ich keine Überhitzung habe. Die Temperaturen messen wir hier mit High-Speed-Pyrometern im nahe des Zwickelbereichs. Eine leichte Abschattung habe ich ja hier noch unter der Rolle. Ja. Die Laserstrahlung, also ein Lasersystem, das lässt sich halt innerhalb weniger Millisekunden von 0 auf maximal Watt hochziehen. Ja. Und deswegen eignet sich das besonders gut zum Regeln. Generell beim laserunterstützten Tape-Legen erreichen wir sehr hohe Konsolidierungsgüten und Qualitäten. Wir sind halt in der Lage, dadurch, dass die Intensität so hoch ist, die Tapes nur oberflächennah anzuschmelzen. Das ist auch der Unterschied zur Infrarot-IR-Erwärmung. Beim IR-Strahler habe ich sehr viel geringere Intensität und das führt dann dazu, dass ich sehr viel längere Vorlaufstrecke hier benötige, also sehr viel längere Tape-Strecken vorwärmen muss und Substratstrecken. Dann hat die Wärme genügend Zeit, das ganze Tape durchzuschmelzen. Ja, dadurch zerstöre ich eigentlich meine gute Formgenauigkeit, die hohe Güte, die Veredelung der Tapes und der homogenen Faserverteilung im Tape-Querschnitt zerstöre ich eigentlich dadurch. Ja, und das ist der besondere Vorteil der Laserstrahlung, dass ich nur oberflächennah anschmelze und dann entsprechend die Tape-Qualität erhalte und trotzdem eine sehr gute Konsolidierungsgüte erhalte. Ich brauche also keine nachgeschalteten Konsolidierungsprozesse, muss das Laminat nicht mehr aufheizen, aufschmelzen und durchpressen, durchkonsolidieren und von daher viele Vorteile. Dann, wenn ich danach mein Laminat handhaben muss, zum Beispiel zum anschließenden Thermoformen, ist das Laminat komplett konsolidiert und fixiert, sodass ich entsprechend verschiedene Vorteile habe, auch bei der Erhitzung. Wenn ich im Vergleich zum punktgeschweißten Laminat, könnte man ja auch sagen, wir machen eine Punktschweißung, gibt es verschiedene Hersteller, Marktbegleiter, die Punktschweißen machen zum Antecken der Tapes. Ja, und dann könnte man ja sagen, im Thermoforming wird es ja durchgeschmolzen und wieder umgeformt. Aber die Erwärmung ist hier bei unserem Ansatz ist die Erwärmung besser und schneller und homogener aufgrund des vollständigen Kontakts der Tape-Lagen aufeinander.
Also da gibt es auch Veröffentlichungen von unseren Freunden aus den Niederlanden, von der Universität Twente, die das sehr detailliert untersucht haben und da herausgefunden haben, dass es viele Vorteile bringt. Das laserunterstützte Tapeling kommt aus dem Militärbereich, aus den USA, lange bevor es hier in den 80er Jahren in Deutschland im Civil Engineering angekommen ist. Von daher ist die Technologie nicht so jung. Allerdings die Anwendungen sind erst in den letzten Jahren verstärkt eingetreten zum lokalen Verstärken von vorhandenen Bauteilen insbesondere oder auch zum Wickeln von Rohren oder zum Wickeln von Druckbehältern. Wir bieten seitens der Combility einmal eine 2D-Tape-Legemaschine an, die ich hier kurz vorstellen möchte, die insbesondere eingesetzt wird zum lokalen Verstärken von flachen Bauteilen. Das heißt, wenn die Kunden ein flaches Gehäusebauteil haben, ja, zum Beispiel ein Cover oder ein Gehäuse von einem Tablet, ja, oder sonstige Gehäusebauteile, die spritzgießtechnisch hergestellt worden sind, sind wir in der Lage, hier innen, wo man es dann nicht sieht im Bauteil, innen ein paar Tapes-Lagen aufzulegen zum lokalen Verstärken mit dieser Maschine oder auch komplette Laminate hiermit herzustellen. Am besten zeigt es dieses Video. Wir sehen jetzt hier unseren Applikator mit der Laseroptik. Jetzt werden drei Tapes gleichzeitig abgelegt. Drei Tapes gleichzeitig. Und jetzt bei der nächsten Bahn müssen Sie darauf achten, jetzt wird gestoppt und wieder angesetzt. Jetzt Cut und Add on the fly. Diese Lücke wird also ohne dass der Prozess unterbrochen wird, abgelegt. Und jetzt sieht man schon die Treppenstufen. Das heißt, jedes Tape, obwohl die gleichzeitig abgelegt werden, kann jedes Tape einzeln angesteuert werden. Was besonders wichtig ist, neben der eben genannten Laserleistungsregelung, wir regeln die Tape-Spannung sehr genau und auch die Andruckkraft. Das ist besonders wichtig, um hier gute Qualitäten hinzubekommen. Unsere Demo-Maschine hier im TPH, Herzogenrath, hat 4 Kilowatt als Laserleistung installiert. Und wir haben schnelle Pyrometer zur Regelung. Hier sieht man jetzt eine Thermokamera zusätzlich, um den Prozess thermisch zu beobachten. Da wird aber nicht zur Regelung eingesetzt, weil die Thermokamera zu langsam ist, um die 75 Hertz. Und wir setzen hier 1000 Hertz Pyrometer ein zum Regeln. Der Tisch ist zusätzlich beheizt, kann bis 200 Grad Celsius beheizt werden. Oft empfiehlt es sich, so 120 Grad Vorheizung vorzuhalten, um die Temperaturgradienten klein zu halten, um so einen thermischen Verzug zu minimieren. Ja, die Maschine kann, wie gesagt, bei uns benutzt werden. Alles, was Sie sehen, ist skalierbar. Das heißt, wir können auch mehrere Spulen oder weniger Spulen hier für Sie auslegen und umsetzen als Sondermaschinenbauer. Dann der Tisch hat jetzt einen Durchmesser von 1,50 Meter und unsere Demo-Maschine kann natürlich auch bis 2 Meter groß ausgelegt werden. Die Maschine ist sehr kompakt, hat 5 Meter mal 2,50 Meter als Aufstellabmaße. Die ist komplett Laserschutz verhaust, Laserschutzklasse 1. Das heißt, Sie brauchen keine zusätzlichen Laserschutzmaßnahmen in Ihrer Produktion, können die mit dem Gabelstapler hinfahren, wo Sie wollen, in Ihre vorhandene Linie integrieren. Und im Vergleich zu Wettbewerbern oder Marktbegleitern, die aufs Tacking, Durchkonsolidieren und so weiter setzen, sind die Investitionskosten deutlich geringer von dieser Maschine. Und wir haben einen Kunden, der sagt, Mensch, von eurer Maschine kann ich ja 3 Stück aufstellen. Also kostet nur ein Drittel, ja, im Vergleich zum Marktbegleiter. Und von daher viele Vorteile. Das ist eine Aussage eines unserer Kunden, nicht unsere eigene Aussage. Ja, wir setzen hier auf Standard Beckhoff in Industrial PC-Steuerungen. Das Ganze läuft NC-basiert ab mit G-Code. Wir bieten auch eine CAM-Software an, um möglichst schnell und einfach Playbooks hier umzusetzen. Ja, einige Beispiellaminate, die wir zeigen dürfen. Wir arbeiten insbesondere für die Consumer Goods Industry, Electronic Industry und auch für die Automotive Industry zusammen und haben hier natürlich Kundenbauteile, die wir nicht zeigen dürfen. Aber diese Bauteile hier dürfen wir zeigen. Unten links interessant ist ein Bauteil, was wir in Kooperation mit der Firma Covestro umgesetzt haben. Da gibt es auch Videos zu und Messeauftritte gemeinsam, wo wir ein Tablet-Gehäuse, jetzt mal hier in diesem Pink, damit es schön auffällt, was wir innen verstärkt haben mit entsprechenden Tapes. Also das Thema lokale Tape-Verstärkung ist ein Riesenthema.
Und jetzt wollte ich kurz mit ein paar Sätzen drauf eingehen. Wir haben vermehrt Anfragen und Projekte zum Thema kostengünstige Bauteilherstellung mit Tapes. Das widerspricht sich nicht, sobald wir davon ausgehen, dass wir Spritzgießbauteile lokal verstärken. Ja, das heißt, wir stellen nicht mehr ein ganzes Bauteil aus Thermoplast-Tapes her, sondern wir nehmen ein Spritzgießbauteil und verstärken es lokal mit Tapes. Sei es, indem wir vorher Tape-Einleger herstellen, die wir in den Spritzgieß, die wir ins Spritzgießwerkzeug einbringen, oder sei es durch die nachträgliche lokale Verstärkung von Spritzgießbauteilen. Das heißt, man hat sehr viel Spritzgieß-Kunststoffmasse und ganz wenig teures Tape. Ja, aber durch dieses ganz wenig teure Tape kann ich sehr viel kostengünstiges Kunststoffmaterial einsparen, sodass unterm Strich das Bauteil sogar kostengünstiger wird. Das gilt natürlich nicht für alle Bauteile, aber wir konnten doch viele Bauteile identifizieren, wo wir über 10% Kosten einsparen können durch den Einsatz von Thermoplast-Tapes. Das haben wir zusammen in einer Studie mit dem AZL durchgeführt und auch nachgewiesen, dass das funktioniert. Dann habe ich andere Vorteile. Interessant ist, dass die Anfragen weniger leichtbauorientiert sind, sondern designorientiert. Unsere Kunden möchten diese Verstärkungsrippen weglassen, indem wir innen diese Tapes aufbringen. Ja, oder entsprechend die Wanddicken reduzieren. Das sind so die Anwendungen. Also Thermoplast-Tape und kostengünstig muss sich nicht widersprechen. Kommen wir nun zum Tape-Wickeln, insbesondere von Rohren und Wasserstofftanks. Hier möchte ich auf die Historie eingehen. Ich selber war viele Jahre lang Abteilungsleiter, Oberingenieur am Fraunhofer IPT, habe doch das Team mit aufgebaut, wo es ums Wickeln und Tape-Legen geht. Und hier gibt es ein schönes Video, was wir damals produziert haben, wo wir einen Drucktank herstellen mit Thermoplast-Tapes gewickelt, Laser unterstützt. Das Schöne ist natürlich, es ist ein sauberer Prozess, trockener Prozess. Das ist direkt konsolidiert. Ich habe im Vergleich zum Duoplast natürlich keine Vernetzungsreaktion nachher im Ofen, sondern wickel meinen Bauteil und ist direkt fertig. Ja. Auch hier das Wickeln von Rohren und Pipelines haben wir im Team bei uns im Fraunhofer IPT sehr ausgiebig entwickelt. Und der logische nächste Schritt war, dass wir 2015 begonnen haben, das dann entsprechend zu kommerzialisieren. Das heißt, seitens Combility haben wir die Fraunhofer-Entwicklung auslizenziert und entsprechend weiterentwickelt zur Industriereife. 2015 bis 2018 das zur Industriereife weiterentwickelt. Und seit Januar 2018 haben wir unseren Combility-Tape-Legekopf am Markt und im ersten halben Jahr bereits mehrere Systeme erfolgreich platzieren können. Dennoch ist es erwähnenswert, dass wir 2014 mit unserer Idee des Multi-Material Heads den JEC Award in Paris gewonnen haben und diese grundsätzliche Idee nach wie vor in den Combility-Köpfen umsetzen. Nämlich, wenn Sie unseren Kopf kaufen, dann haben Sie direkt drei Technologien gekauft. Ja, das heißt nicht nur einen Thermoplast-Tape-Legekopf, sondern der kann auch duroplastische Briprex verarbeiten mit Backing Paper, also dieses Schutzpapier, auch abziehen. Hier sehen Sie diese zweite kleine Spule, die dann das Backing Paper abzieht und auch noch Dry Fiber Placement durchführen kann. Das heißt, insbesondere interessant, weswegen wir auch sehr erfolgreich sind derzeit bei der Vermarktung dieses Systems, dass insbesondere für Universitäten, Forschungsbetriebe, aber auch für den Technikumsbetrieb in großen oder mittleren Unternehmen, die sagen, wir wollen jetzt mal da in die Technologie reingehen, dass man eben mit einer Investition drei Technologien erschlägt. Ja, das besonders. Also der Kopf ist skalierbar, Tapebreiten 6 bis 100 mm. Hier ist jetzt mal unser 50er Kopf, das heißt, der kann maximal 50 mm Tapebreite realisieren. Und wie eben genannt, hat der auch eine Laserleistungsregelung, Tape-Spannungsregelung, Antruckkraftregelung. Und wir bieten an, diesen Kopf alleine zum einen. Ja, das heißt, unsere Kunden können sagen, wir haben schon einen Roboter, wir haben eine Laserzelle, wir haben einen Laser. Bitte kommt vorbei und integriert euren Kopf mit der Lasersteuerung, mit der Kopfsteuerung, mit der HMI. Das machen wir, das haben wir auch schon mehrfach getan. Egal, ob das ein KUKA, ABB, Fanuc, Yaskawa-Roboter ist, haben wir alles schon hinter uns und erfolgreich umgesetzt, integriert. Das heißt, wir integrieren unseren Kopf in Ihre bestehende Produktion. Hier sieht man das mal dargestellt. Der Kopf, der ist relativ leicht,
Ja, der wiegt jetzt hier in dem Beispiel 78 Kilogramm und hat aber eine gute Zugänglichkeit. Das heißt, zum einen sieht man hier in die Sichtfenster rein, ob etwas mit den Führungen nicht stimmt oder ob alles in Ordnung ist. Dann die Betriebszustände werden über grüne, gelbe und rote LEDs hier innen beleuchtet, sodass man auch direkt sieht, wenn was nicht stimmt. Und wie gesagt, skalierbar. Wir bieten aber auch komplette schlüsselfertige Wickelzellen an. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier auch erste Kundenprojekte, Aufträge, die wir derzeit umsetzen und auch schon in der Vergangenheit umgesetzt haben, wo wir komplette schlüsselfertige Zellen anbieten als Produkt. Und nicht nur den Kopf alleine, sondern komplett. Und der Kunde entscheidet dann, welchen Roboter er haben will, welche Länge die Wickelachse hat, ob er noch zusätzlichen einen Drehtisch haben möchte zum Ablegen. Also wir bieten auch schlüsselfertige Zellen an. Zudem auch eine Kammsoftware. Hier arbeiten wir mit einem etablierten Kammhersteller zusammen, der dann unser System umgesetzt hat. Die Firma darf auch an der Stelle genannt werden, die Firma SWMS. Einige Referenzen, die ich nennen darf. Nicht alle darf ich nennen, aber hier haben wir erfolgreich unsere Systeme schon platziert und verkauft. In Spanien, Amen, dann die University of Limerick in Irland hat unser System im Einsatz. In Aachen das ITER, dann jetzt aktuell, jetzt noch nicht hier auf der Folie, hat das TETK in Thüringen ein System bei uns bestellt, was wir derzeit aufbauen. Aus der Industrie darf ich leider jetzt nur eine Firma nennen, die Firma Bilsing Automation, ein Automobilzulieferer, wo wir in der Türkei an deren Standort ein System aufgesetzt haben, mit dem dann auch produziert wird für die Automobilindustrie. Ja, kommen wir nun zum duroplastischen Wickelthema, zur Herstellung von Wasserstofftanks. Ja, grundsätzlich, Wasserstoffdruckbehälter wird auch in Zukunft ein interessantes Thema bleiben. Auch wenn im PKW-Bereich die Batterie sich durchgesetzt hat, sehen wir dennoch einen Riesenmarkt und großen Bedarf im Bereich LKW, im Bereich Züge. Wenn man alleine sieht, in Kanada gibt es schon Bestrebungen und auch erste Projekte, wo Züge elektrifiziert werden und das dann entsprechend auch Wasserstoffbasis. Ja, dort werden dann Wasserstoffdruckbehälter benötigt, ja, oder auch Schulbusse in den USA. Allein das Schienennetz in den USA, das ist weniger als 1% ist elektrifiziert. Im Vergleich zu Deutschland erheblich. Und da ist ein Riesenbedarf, hier auch zukünftig auf Wasserstoff umzusteigen. Und deswegen ist das Thema nach wie vor ein großes Thema in der Industrie weltweit. Und grundsätzlich kann man Wasserstofftanks mit Composites, mit Carbonfasern umwickelt herstellen, mit duroplastischen und thermoplastischen Matrixsystemen. Man hat einen Liner, umwickelt das und hat dann den Tank. Da wollte ich kurz drauf eingehen, einleitend. Eben dargestellt schon, in dem Video auch gesehen, das Thermoplastwickeln ist aber eher ein R&D-Thema, ein Forschungsthema in den Laboren. Wenn man ehrlich ist, dann ist das nicht etabliert in der Industrie. Ja, Wasserstofftanks werden nicht thermoplastisch gewickelt. Ja, auch wenn mir das Herz blutet, ich habe so viele Jahre lang Wasserstofftanks oder Prototypen thermoplastisch gewickelt am Fraunhofer IPT. Aber leider ist es nicht etabliert. Ja. Etabliert ist das Nasswickeln, industriell etabliert, Standardverfahren, Nasswickeln. Aber stärker am Kommen ist derzeit das Taubreak-Wickeln. Also auch Duroplast, aber Taubreak, also vorimprägnierte Halbzeuge, nicht mehr Nasswickeln. Ja, erstmal zum Thermoplast. Wie gerade gesehen, wir sehen leider in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr geringe Potenziale für die Etablierung in der Industrie. Die Hauptursache ist das Material, die Tape-Kosten. Ja, wir haben hier, sind hier auch eng mit der Industrie, mit Anwendern in Kontakt. Und der Tenor ist weltweit, Thermoplast-Tapes sind zu teuer, der Business Case rechnet sich nicht, um in großen Stückzahlen entsprechend hier Wasserstofftankbehälter zu wickeln. Ja, deswegen mag sein, dass das irgendwann kommt und wir uns in 5 Jahren freuen, weil es doch nicht eingetroffen ist, die Tape-Preise sich früher reduziert werden konnten und dann es früher eintritt, aber zumindest für die nächsten 5 Jahre wird das nicht passieren. Aus unserer Sicht. Nasswickeln ist das Standardverfahren.
wird weltweit eingesetzt als Standardverfahren für Wasserstofftanks. Also ich habe meine Rohwings, die ziehe ich durch ein Harzbad, ja, und dann wickele ich das nass auf und entsprechend muss es dann nachher aushärten. Obwohl es ein Standardverfahren ist, gibt es Einschränkungen. Ich kann nicht beliebig schnell fahren, weil sonst hier mein Material schleudert beim Wickeln. Dann kann ich ja auch keine schnell aushärtenden Matrixsysteme verwenden und habe auch die Gefahr des Schäumens, wenn ich zu schnell fahre im Bad. Und bei hohen Geschwindigkeiten habe ich variables Imprägnierverhalten wegen der dynamischen Drehzahlbedingungen. Und deswegen gibt es einen leichten Trend, der zu erkennen ist, dass auch Anwender, auch derzeit industriell erste Anwendungen, hingehen und aufs Top-Rack-Wickeln setzen. Der Vorteil ist, ich habe einen separaten Imprägnierprozess. Ich habe ein bereits fertig imprägniertes Prepreg und muss nicht mehr durchs Harzbad. Also Taubreg wickeln. So ein Taubreg, hier mal Beispiel von SGL Carbon. Es gibt natürlich auch andere, Tagen und so weiter, Mitsubishi und so weiter. Viele, viele verschiedene Taubreg-Anbieter. Ich kann hier, da gibt es auch Veröffentlichungen zu, dass hier Wickelgeschwindigkeiten bis 6 Meter pro Sekunde möglich sind, Taubreg-Abzugsgeschwindigkeiten. Ich habe einen sauberen Prozess, ich habe immer definierte Imprägniergüten und ja, es kommt natürlich direkt der Kritikgedanke, aber Taubregs sind auch teuer. Ja, aber es gibt auch die Möglichkeit, Taubregs selbst in Haus herzustellen. Es gibt Anbieter, die komplette Taubreg-Produktionsanlagen anbieten, ja, und die dann wo man dann entsprechend sich selber das Taubreg herstellen kann. Und dann ist es auf einmal ein Business Case. Ja, dann hat man bei hohen Stückzahlen fällt die Investition dieser Taubreg-Produktionsmaschine nicht mehr so hoch ins Gewicht, sondern geht es um die Materialkosten, die Eingangskosten, Resin und Carbonfaser. Ja, ich habe geringere Wartungsaufwände, weil die Wickelanlagen nicht kontaminieren. Ich habe selber mal früher Nasswickeln auch gemacht und das war eine Acetonschlacht danach, das ganze Wickelportal sauber zu bekommen, weil wir doch etwas zu schnell gewickelt haben und das Harz geschleudert ist. Das ist bei Taubreg passiert das nicht. Aber ein Nachteil gibt es bei den Taubregs, die haben halt den Vorteil, dass sie bei Raumtemperatur nahezu keine Klebrigkeit haben. Ja? Nahezu keine Klebrigkeit bei Raumtemperatur. Müssen aber Daimbahn wickeln auf etwas Temperatur gebracht werden, 60 bis 110 Grad zum Beispiel oder 50 bis 100 Grad, je nachdem, irgendwo dazwischen, um dann eine gewisse Klebrigkeit zu erreichen beim Wickeln. Und unser Ansatz ist hier, den wir umgesetzt haben, auch patentiert haben, also Technologiepatent und auch ein Vorrichtungs-, also Maschinenpatent zum laserunterstützten Taubwegwickeln. Ja, das heißt, wir gehen nicht in den Zwickelbereich wie beim Thermoplast, nein, wir bestrahlen nur die Unterseite des Taubwegs und können dadurch sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen beim Wickeln. Das ist erstmal kontraintuitiv. Ja, warum mit Laser, mit Multi-KW-Laser auf Taubreg, um 60 Grad oder 80 Grad zu erreichen? Das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist die erste Reaktion. Aber wenn man jetzt mal sich überlegt, dass man da Wickelgeschwindigkeit 8 Meter pro Sekunde, 10 Meter pro Sekunde, 12 Meter pro Sekunde Wickelgeschwindigkeiten, also ein Vielfaches hat, dann braucht man diese hohe Laserleistung und Intensität, um das dann auf 80 Grad oder 60 Grad zu erhitzen. Ja, das heißt, das ist dann erforderlich. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich das sehr schnell regeln kann, die Laserleistung. Und jetzt kommt wieder der Vorteil. Durch die Erhitzung liquifiziere ich ja mein Matrix. Das wird dann klebriger, flüssiger. Und das kann ich dann durch den Einsatz der Laserstrahlung in einer dünnen Taubreg-Grenzschicht erreichen. Ja, und nicht durchliquifizieren. Erhalte dadurch die Taubreg-Geometrie und auch die Güte beim Wickeln. Dadurch, dass ich nicht mehr die Laserstrahlung in den Zwickelbereich wie beim Thermoplast reinbringen muss, sondern nur von unten bestrahle, habe ich die Möglichkeit eines lokalen Laserschutzes. Das haben wir hier umgesetzt, dass wir hier von unten bestrahlen. Das sehen wir jetzt gleich hier. Entschuldigung, hier die Konstruktion und auch die Umsetzung bei uns in der Combility GmbH. Das heißt, ich habe ein komplett gekapseltes Gehäuse, wo das Taubreg einläuft und rausläuft und ich hier über bestimmte Labyrinthgänge dann die Laserstrahlung so abfange, dass keine Laserstrahlung eintritt. Ja, trotz Einlauftunnel und Auslauftunnel. Dann in unserem Kopf haben wir die Möglichkeiten, über Pyrometer
von oben und von unten zu messen, um auch die Temperaturentwicklung kurz vorm Auftreffen auf dem Wickelkern hier zu überprüfen. Und hier sehen wir jetzt unseren Wickelprüfstand oder wir haben unsere Laserzelle entsprechend aufgerüstet, dass wir mit diesem Taubreak-Wickelkopf laserunterstützt wickeln können. Und hier sehen wir im Video einmal die Zelle, oder? Laserschutzfenster, Laserschutztür, hinten der Kopf. Ich gucke mal ein bisschen vor, jetzt sieht man den Kopf, der, wo wir hier gerade ein Rohr wickeln, wo aus dem wir Ringe schneiden. Rohrinnendurchmesser 146 mm, also Nullringe herstellen und dann entsprechend testen, mechanische Tests. Hier sehen wir, dass wir bestrahlen und dann hier die Pyrometermessung und dann entsprechend hier aufwickeln. Dadurch, dass dieser Prozess so schnell abläuft, behalte ich auch meine Wärme auf der Taubreak-Unterseite. Entschuldigung, nochmal zurück und zeige jetzt mal ein Video, wo wir mal mit 8 Meter pro Sekunde gewickelt haben. Das geht auch schneller bis 12 Meter pro Sekunde. Das hier ist jetzt ein Video mit 8 Meter pro Sekunde. Also 8 Meter pro Sekunde Taubreak-Abzugsgeschwindigkeit. Ja. Und die Temperatur, die wir hier eingestellt haben, waren 100 Grad Celsius. Das heißt, dass die Unterseite vom Taubreak kommt mit 100 Grad Celsius hier an und wird hier aufgewickelt. Und dann versuchen Sie das mal mit dieser Geschwindigkeit, 8 Meter pro Sekunde mit Infrarot oder mit IR, das geht nicht. Am Schluss sehen Sie noch ein Rauchen, weil wir die Regelung beim Stoppen zu spät gestoppt haben. Also sieht man, dass das entsprechend heiß geworden ist. Ja, und haben dann solche Ringe hergestellt. Wir haben Analogieversuche durchgeführt, haben die identischen Ringe hergestellt mit konventionellem Taubreak-Winding, mit Heißgas, also langsamen Wickeln und Heißgas und die dann getestet, mechanische Prüfungen gemacht und festgestellt, dass unsere Ringe nicht schlechter waren, ja, sondern sogar einen Ticken besser, aber vergleichbar, sage ich mal. Aber es führt definitiv nicht zu schlechteren Ergebnissen mit unserem laserunterstützten Ansatz. Dann haben wir zudem in Kooperation mit unserem Partner AZL einen prototypischen Wasserstoffdruckbehälter ausgelegt, der auf 350 Bar ausgelegt ist und haben hier Liners verwendet, PA6-Liner, ja, so ein Wasserstofftank mit einer Länge von unter 900 mm. Der Liner hat eine Wandstärke von 3 mm und das Aufwickeln von Taubreak 14 mm Wandstärke sollte dann dazu führen, dass wir 350 Bar Wasserstoffdruckbehälter hinbekommen. Und die wurden natürlich ausgelegt mit Faktor 2. Normalerweise macht man Sicherheitsfaktor 2,1, sodass dann entsprechend die Auslegung auf 700 Bar war. Und wir haben auch Bärsdruckteste durchführen lassen bei einem Dienstleister in der EU außerhalb Deutschlands und haben dann festgestellt, bei allen Druckbehältern wurde das sogar überschritten, 860 bis 1100 Bar. Auch hier kann man dann somit sagen, dass unsere Technologie zu guten Ergebnissen führt. Hier beim Highspeed-Wickeln, auch hier wieder mit 100 Grad Celsius das Taubreak aufgewickelt. Ist auch abhängig, es gibt halt Taubreaks, wo sie halt 60 Grad Celsius erreichen müssen oder 80 Grad. Das ist immer Resin-abhängig, materialabhängig. Oder hier das Helical Winding, wo wir dann entsprechend natürlich auch etwas langsamer fahren. Das Schöne ist, durch die Laserleistungsregelung wird die Temperatur immer gehalten, egal wie schnell wir fahren, egal wie die Geschwindigkeitsrampen sind. Dieses Projekt haben wir umgesetzt in Kooperation mit der Firma Saudi Aramco. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Firma Saudi Aramco, mit der wir das zusammen hier umsetzen konnten. So, ja, das war es auch schon vom Inhaltlichen her. War 45 Minuten. Eine kurze Zusammenfassung. Das laserunterstützte Thermoplast-Tape-Legen ermöglicht hat in-situ-konsolidierte Tape-Ablage. Hauptanwendungen sehen wir hier in dem lokalen Verstärken von Spitzgießbauteilen, ja, weniger im Wasserstoffdruckbehälter wickeln. Und beim Thermoplastwickeln geht es allerdings durchaus in die Richtung Rohre und Pipelines. Da macht es durchaus Sinn, wirtschaftlich gesehen. Und haben in der Combility entsprechend ein neues Duroplast Taubreak Highspeed-Verfahren entwickelt, was wir entsprechend hier anbieten können. Und
Ja, nochmal zusammenfassend unser Portfolio. Die Doppelbandpresse bieten wir als Maschine an, aber auch Versuche hierzu, Vorversuche, sowie hier unsere Maschinen, die eben vorgestellt worden sind, bieten wir an als Portfolio und auch Vorversuche hierzu. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte die Kontaktfolie auch dazu nutzen, um meinen Kollegen Dr. Kai Fischer auch nochmal vorzustellen. Wir beide haben die Combility GmbH gegründet und führen diese als geschäftsführende Gesellschafter. Und ja, freue mich jetzt auf Fragen. Super, vielen, vielen Dank, Michael, für den schönen Vortrag und dafür, dass du auch immer so ein bisschen, ja, auch die Grundlagen anschaulich immer noch ein bisschen mit einfließen lassen hast, ne, und nicht direkt davon ausgegangen bist, dass wir alle im Detail natürlich schon genau wissen, was ihr macht. Das war für mich auch so eine schöne Zusammenfassung und gerade auch natürlich die entsprechenden Vorteile und Nachteile im Draußen.